Hinter den Kulissen des Schweizer Gemüsebau läuft zurzeit einiges, wo wir Konsumentinnen und Konsumenten keine Ahnung davon haben, wo aber für alle von uns direkt ganz wichtig ist. In der Schweiz ist es ja bekanntlich verboten, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Und das entsprechende Gesetz hat unter anderem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Wahlfreiheit des Konsumenten zu garantieren. Aber wisst ihr was, meine Damen und Herren? In all die Gemüse, die wir hier für euch aufgebaut haben, haben Saatguthersteller Gene, also Erbgut, implantiert. Und zwar Erbgut von einem anderen Gemüse, das heisst von einer völlig anderen Pflanze, nämlich von dem japanischen Rettich. Beim Blumenköhli und beim Brokkoli ist es sogar praktisch unmöglich, heute noch Sorten zu finden, in der Schweiz, wo es keine Gen von diesem Rettich drin hat. Das zeigen jetzt gerade unsere exklusiven Tests. Der Roger Müller über eine Entwicklung, die voll am Laufen ist, aber kaum jemand davon weiss. Dieser Brokkoli ist reif für die Ernte. Erntehelfer beim Bio-Gemüseproduzenten Bio-Leguma im Berner Seeland schneiden nur die reifen Röschen ab. Pflanzen, die noch nicht so weit sind, lassen sie stehen. Idealerweise ernten sie ein Feld innerhalb einer Woche ab. Dazu ist es wichtig, dass die Brokkolipflanzen möglichst gleichzeitig reif werden, sagt Betriebsleiter Rolf Etter. Entscheidend ist die Wahl der richtigen Brokkolisorte. Wir haben verschiedene Sorten, die wir haben dieses Jahr durch. Sorten, die eher im Frühling angebaut werden können, Sorten, die im Sommer angebaut werden können und Sorten, die im Herbst angebaut werden können. Im Moment haben wir eine Sommersorte, die ist im Hochsommer gepflanzt worden. Das ist die Sorte Ironman, die wir hier sehen. Die hat einen ganz schönen geschlossenen Kopf, ist sehr resistent auf die Hitze und ist auch gut haltbar im Laden. Ironman ist eine von vielen Sorten. Was Konsumenten beim Einkauf im Laden nicht ahnen können, viele Brokkoli- oder Blumenkohlsorten stammen aus dem Genlabor. Diese sogenannten CMS-Sorten sind umstritten. Saatgutfirmen schleusen dabei Gene vom Rettich in Blumenkohl oder Brokkoli. Gene, die diese Pflanzen natürlicherweise nicht enthalten. Das deutsche Labor Genetic ID hat eine Methode entwickelt, mit der es dieses umstrittene CMS-Gemüse nachweisen kann. Dazu suchen die Biologen gezielt nach Rettichgenen im Brokkoli, erklärt Konstantin Rizos, der wissenschaftliche Leiter des Labors. Die werden mit Hilfe einer gentechnischen Methode der sogenannten Protoplastenfusion in diese Gemüsesorten eingekreuzt. Schweizer Gemüse aus dem Genlabor. Saatgutfirmen wie Syngenta oder Monsanto steuern so die Fortpflanzung des Brokkolis. Die Züchter übertragen eine Eigenschaft vom Rettich auf den Brokkoli. Dank Rettichgenen hat der CMS-Brokkoli keine Pollen und wird damit männlich steril. So funktioniert's. Mit Hilfe einer sogenannten Zellfusion. Die Rettichzelle links wird etwa mit Röntgenstrahlung behandelt, damit der Zellkern abstirbt. Nun werden die kernlose Rettichzelle und die Brokkolizelle mit Strom oder mit Chemikalien behandelt, damit sie verschmelzen. Das Resultat ist eine Brokkolizelle, die Erbgut vom Brokkoli enthält und auch Erbgut vom Rettich. Mit der Zellfusion übertragen Saatgutfirmen gezielt Gene vom Rettich auf den Brokkoli. Warum ist diese Methode in der gentechfreien Schweiz möglich? Es ist eine Frage der Definition. Das Gesetz schreibt vor, das Verschmelzen, also die Fusion von Zellen, ist ein gentechnisches Verfahren und damit verboten. Die Verschmelzung von Pflanzenzellen hingegen ist als Ausnahme definiert. Deshalb ist die CMS-Methode erlaubt. Doch wo steckt CMS überall drin? Kassensturz hat bei den größten Detailhändlern Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi eingekauft. Konventionelles und Biogemüse. Das deutsche Fachlabor Genetic ID hat die Proben zunächst zerkleinert und zermahlen. Danach haben die Biologen die Erbsubstanz isoliert und darin die typischen CMS-Rettichgene gesucht. Das Resultat?
Das Labor hat 13 Proben von konventionellen Gemüsen analysiert. Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi. Davon enthalten 12 CMS. Nur eine Brokkoliprobe aus dem Manor ist CMS-frei. Ebenfalls im Test 7 Bioproben. Von diesen sind 5 CMS-frei. 2 Proben enthalten CMS. Auch bei Bio kommt das Laborgemüse vor. CMS bringt den Biolandbau in ein Dilemma. Im Biozuchtbetrieb Sativa Rheinau blüht der Brokkoli. Die Züchter kreuzen hier Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Jahr für Jahr wählen sie die besten Brokkolis aus und ziehen sie weiter. Die Zucht einer Sorte dauert so rund 10 Jahre, sagt Sativa-Geschäftsführer Amadeus Tschunke. CMS-Sorten lassen sich rascher züchten, sind gemäß neuesten Bio-Richtlinien aber nicht biokompatibel. Zum einen ist es so, dass es da die Artgrenze überschritten wird, dass eben Rettich in Kohl eingebracht wird, was so in der Form natürlich nicht stattfinden könnte. Zum Zweiten ist es so, dass die Methode, mit der man das macht, dass die Labormethode ist so im Biolandbau eigentlich nicht zugelassen, nicht erlaubt, ist eigentlich gentechnisch nahe für die Laie. Bioswiss müsste deshalb eigentlich auf CMS-Sorten verzichten. Das Problem? Es gibt kaum Alternativen. Amadeus Tschunke sucht jetzt weltweit nach CMS-freiem Saatgut für die Zucht. Vorerst nimmt Bioswiss CMS nicht aus dem Handel. Das ist eben nicht so einfach, weil wenn man das jetzt so von jetzt auf nachher machen würde, die Sorten sind eben inzwischen sehr verbreitet, dann wäre eben manches Regal im Moment leer. Und das kommt daher, weil eben die Alternativen zurzeit fehlen. Außerhalb der Biobranche ist CMS noch weiter verbreitet. Das Gemüse habe sich wegen seiner guten Eigenschaften bewährt, sagt Moana Werschler vom Verband der Gemüseproduzenten zum Kassensturztest. CMS sei gesetzlich erlaubt und deshalb auch gegenüber den Bauern nicht deklariert. Eine Deklaration im Laden sei deshalb nicht möglich. Im Moment sehen wir nicht, dass es deklariert werden muss. Wenn das gefordert wird, kann man das diskutieren oder analysieren, auch welche Vorgänge es bräuchte von Herstellern und Züchtungsfirmen her. Aber im Moment sehen wir das nicht, dass das notwendig ist. Welche Rolle spielt denn jetzt die CMS-Diskussion für den Verband im Moment? Für den Verband ist das im Moment keine Diskussion, kein Thema. Kein Thema. Auch die Detailhändler verweisen auf das Gesetz. CMS sei nicht deklarationspflichtig. Erstaunlich. Auch sie wissen meist nicht, welches Gemüse in ihren Regalen CMS enthält. Die Kunden bleiben im Ungewissen. Da wird an den Zellen des Gemüses mit Gen manipuliert und niemand kennt so recht das Ausmaß dieser Manipulationen. Die Grossverteiler haben keine Ahnung, was für Gemüse sie verkaufen. Die Gemüsebauern wissen nicht, ob das Gemüse, das sie anpflanzen, mit CMS behandelt worden ist. Und wir Konsumenten wissen noch weniger. Wir müssen einfach das kaufen, was im Laden angeboten wird. Das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, sollte jetzt in das Thema Ordnung hineinbringen. Und beim BAFU bin ich jetzt, bei der Frau Hitzfeld. Frau Hitzfeld, guten Tag. Als Konsument bin ich da schon einigermaßen erstaunt. Wieso ist so eine Methode wie das CMS, das wir im Beitrag sehen, überhaupt erlaubt in der gentechfreien Schweiz? Das liegt einfach daran, dass das CMS keine gentechnische Methode ist nach unseren derzeitigen Verordnungen, weil es eigentlich eine Züchtungsmethode ist, die man auch auf natürlichem Weg erreichen kann, das Resultat davon. Und das ist einfach nach der gängigen Definition keine Gentechnik. Aber jetzt, in meinem Begriff ist das doch ganz klar Gentech. Wir haben gesehen im Beitrag, da wird das auf die Zellen eingewirkt, die werden fusioniert, da wird mit Strom, mit Radioaktivität, das ist doch Gentech. Nach dem derzeitigen Stand der Verordnungen ist es keine Gentechnologie, weil eben genau diese Methode ausgenommen ist. Jetzt ist das nur der Anfang sozusagen, das CMS, also die haben eine Studie in Auftrag gegeben, die 20 so Methoden auflistet, die noch deutlich weitergehen zum Teil, die schon sehr gleich werden erscheinen. Sind das alles Methoden, die am Schluss in Form von Gemüse auf meinem Teller landen als Konsument? Es werden sicher nicht alle Methoden oder alle Gemüse auf ihrem Teller landen, aber ein Teil sicher, weil einige Methoden schon sehr weit fortgeschritten sind. Und wir rechnen schon damit, dass in ein paar Jahren solche Gemüse, die auf die Art und Weise hergestellt werden, auf dem Markt sind. Jetzt aus Konsumentensicht muss ich sagen, das Minimum, das man dem Konsumenten garantieren sollte, wäre Wahlfreiheit. Dass ich also sagen kann, also, das gefällt mir nicht, ich will das nicht.
wird die Wahlfreiheit in Zukunft garantiert sein? Die wird mit Sicherheit garantiert sein. Die ist jetzt ja auch im Gentechnikgesetz festgeschrieben. In welcher Form wird sie garantiert sein? Wir werden an der Wahlfreiheit im Gesetz nichts ändern. Wo wir aber jetzt dran arbeiten, ist eben diese Methoden, die Sie angesprochen haben, daraufhin zu überprüfen, ob es wirklich gentechnische Methoden sind. Aber die Wahlfreiheit habe ich aber am Schluss nur, wenn draufsteht, das ist Gentechnik, oder? Das ist so. Okay, das heisst aber mit anderen Worten, CMS zum Beispiel, für wieder zum Beitrag zurückzukommen, nach dem heutigen Stand wird nicht deklariert, dann hätte also dort, genau wie jetzt auch in Zukunft, keine Wahlfreiheit. Zum jetzigen Stand ist das so, aber wir werden jetzt den Prozess abwarten, wie sich die Techniken dann zeigen. Merci vielmals, Frau Hitzfeld. Bettina Hitzfeld vom Bundesamt für Umwelt lässt also, oder jetzt gehört, noch offen, ob die Methode, die CMS-Methode, vielleicht doch noch am Schluss von dem Prozess als Gentech klassiert wird und damit müsste deklariert werden. Was sagt ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Wir alle sind betroffen von diesem Thema. Wie findet ihr die neuen Methoden? Die Debatte zu diesem Thema ist eröffnet auf unserer Internetseite. Die Rubrik heisst «Ihre Meinung». Internetadresse wie gewohnt srf.ch/konsum.